Salinen. Hier herrschen extreme Lebensbedingungen. Für die meisten Lebewesen ist der hohe Salzgehalt tödlich. Mit einer Ausnahme: Halobakterien. Sie fangen hier erst richtig an zu wachsen. Das macht sie für die Forschung interessant. 1973 entdecken Dieter Oesterheld und Walter Stockenius ein Protein der Membran dieser Halobakterien, dessen Aktivität durch Licht gesteuert wird. Es ermöglicht bestimmten Ionen, von der einen Seite der Membran auf die andere zu gelangen. Die Forscher taufen es auf den Namen Bacteriorhodopsin. Weitere lichtaktivierte bakterielle Proteine wie das Halorhodopsin tauchen auf. Noch ahnen die Forscher nicht, wie wertvoll diese Entdeckung einmal sein wird. 30 Jahre später forscht eine noch junge Wissenschaft daran, lichtaktivierte Proteine in Nervenzellen zu übertragen und allein durch Licht zu steuern, die Optogenetik. Sie verbindet Gentechnik mit optischen Methoden. Kann man mit ihrer Hilfe neuronale Netze beeinflussen? Und eines Tages sogar Krankheiten wie Parkinson, Epilepsie oder Blindheit besiegen? Das Max-Planck-Institut für Biophysik in Frankfurt. Hier arbeitet der Optophysiker Professor Ernst Bamberg. Licht ist für ihn ein ganz besonderes Werkzeug. Mit dem richtigen Impuls kann er spielend Türen öffnen. Naja, nicht alle. Sein Ziel? Mit Licht will er Membrankanäle von Nervenzellen öffnen. Und bringt so nebenbei auch Bewegung in sein Team. Die Vorgehensweise ist eigentlich sehr einfach und das macht die Methode auch so populär, dass man mit Hilfe der Molekularbiologie relativ leicht lichtempfindliche Proteine in Zellen einschleusen kann, vorzugsweise in elektrisch erregbare Zellen. Das heißt mit anderen Worten Nervenzellen auf der einen Seite und Muskelzellen auf der anderen Seite. Und diese Zellen dann mit Licht entweder aktiviert oder inaktiviert. Trotz der Entdeckung in den 70er Jahren. Der Startschuss für die Optogenetik fällt erst 2002. Bei der Grünalge Chlamydomonas reinhardtii finden Max-Planck-Forscher, darunter Ernst Bamberg, ein weiteres Membranprotein, das auf Licht reagiert. Es ermöglicht der Alge, sich am Licht zu orientieren. Mit den jetzt verfügbaren molekularbiologischen Werkzeugen gelingt es den Forschern, das Gen für das Algenrhodopsin auf Froscheier zu übertragen. Dort wird nun das entsprechende Protein gebildet. Die Überraschung? Es ist Lichtrezeptor, also Rhodopsin und Ionenkanal in einem. Deshalb der Name Kanalrhodopsin oder englisch Channelrhodopsin. Das Besondere? Der Kanal reagiert auf blaues Licht. Dann öffnet er sich und lässt positiv geladene Ionen in die Zelle einströmen. Diesen Mechanismus machen sich Optogenetiker zunutze. Sie schleusen das Gen mit der Bauanleitung für das Channelrhodopsin in das Erbgut von Nervenzellen ein. Dieser Kanal soll in ihrer Membran arbeiten. Wird er durch Licht angeregt, strömen nun positiv geladene Ionen in die Zelle. Damit ändert sich die Spannung über der Membran und die benachbarten originären Kanäle öffnen sich ebenfalls. Die Zelle wird also depolarisiert. Es entsteht ein Aktionspotenzial. Es gibt aber auch einen umgekehrten Effekt. Das aus den Halobakterien stammende Halorhodopsin reagiert auf oranges Licht und schleust negative Ionen in die Zelle. Diese wird dadurch deaktiviert. Zellen an- und ausschalten, allein durch Licht. Faszinierend. Das ist eine Methode, die wenig invasiv ist, wie wir sagen. Das heißt mit anderen Worten, dass ich brauche keine Elektroden mehr, die ich normalerweise in der Neurobiologie immer anwenden muss. Und das hat natürlich eine enorme Implikation. Und ich kann Licht an- und abschalten. Ich kann es machen, wie ich es gerne hätte. Ich kann sogar einzelne Teile der Zelle separat anregen, ohne größere Schwierigkeiten, und dann das Signal abfragen. Wenn man diese Ionenkanäle nun in bestimmte Nervenzellen einschleust, dann könnten eines Tages kranke Nerven- und Muskelzellen gezielt gesteuert werden.
Zunächst werden sie in Bakterienkulturen vermehrt. Als Genfähre verwenden die Forscher Viren, die sie vorher umprogrammiert haben und die nun die Information für das Channel-Rhodopsin oder Halo-Rhodopsin tragen. Der Vorteil? Viren können diese Information sehr effizient in die gewünschten Zellen transportieren. Und tatsächlich, die Nervenzellen produzieren jetzt ein Channel-Rhodopsin, also ein lichtgesteuertes Protein, das ursprünglich aus der Grünalge stammt. Um die elektrischen Ströme zu messen, platzieren die Optogenetiker vorsichtig eine Mikroelektrode in der Zellmembran. Mit Licht von unterschiedlicher Intensität wird versucht, das Channel-Rhodopsin in einer einzelnen Zelle optimal zu aktivieren. Im Experiment funktioniert das bereits. Doch ist es auch im lebenden Organismus oder gar beim Menschen einsetzbar? Wollte man diese Methode etwa auf Gehirnzellen des Menschen übertragen, müsste man extrem viel Licht einstrahlen. Denn um die gewünschten Nervenzellen mit dem Channel-Rhodopsin überhaupt zu erreichen, müsste das Licht durch viele verschiedene Zellschichten. Nur dann kann es einen elektrischen Impuls auslösen. Das kurzwellige blaue Licht ist aber besonders energiereich und deshalb auch gefährlich. Wenn ich mit sehr starkem Blaulicht arbeite, dann kann ich eben auch Schäden an den Zellen hervorrufen. Also es ist nicht alles so optimal, wie es sich zunächst einmal so darstellt. Ja. Um dieses Dilemma zu lösen, müssen die Proteine noch lichtempfindlicher werden. Das kann man dadurch erreichen, indem man die Selektivität der Rhodopsine ändert. Das heißt, sie sollen mehr und verschiedene Ionen durch den Kanal in die Zelle lassen, so die Idee der Forscher. Dafür verändern sie die Gene und damit den Bauplan des Channel-Rhodopsins. Durch eine Punktmutation sind die Eigenschaften des Proteins plötzlich andere. Der modifizierte Kanal lässt jetzt mehr Calcium-Ionen durch die Membran fließen. Und die positive Ladung bindet an die Membran. Dadurch reagiert die Zelle wiederum empfindlicher auf Spannungsänderungen. Das heißt, die Zelle mit Punktmutation hier rechts reagiert auf viel weniger Licht mit einer elektrischen Antwort. Das ist eigentlich ein großer Vorteil. Und der erschöpft sich nicht nur dafür, dass ich tiefer ins Gehirn eindringen kann, sondern der ist generell für viele Ansätze interessant, zum Beispiel in der Muskelphysiologie. Biomedizinische Experimente zeigen es bereits. Herzzellen, die auf Licht reagieren. Channel-Rhodopsin könnte somit eines Tages als eine Art Herzschrittmacher dienen. Und auch andere Forscher haben optogenetische Versuche unternommen. Mit blinden Mäusen. Sie schwimmen orientierungslos umher. Doch diese Maus schwimmt nun in Richtung Licht. Denn bei ihr ist Channel-Rhodopsin in die Zellen der Netzhaut eingepflanzt worden. Sie kann nun zumindest hell und dunkel unterscheiden. Zellen durch lichtempfindliche Ionenkanäle zu aktivieren, ist der eine Weg, das Nervensystem zu beeinflussen. Bamberg und sein Team forschen aber auch daran, Zellen mit Licht gezielt auszuschalten. Das ist wichtig bei Krankheiten wie zum Beispiel Epilepsie. Halorhodopsin ist ein solch vielversprechender Ausschalter. Das orange Licht legt die Nervenzellen des Wurms lahm. Es schaltet sie sozusagen aus. Die Forschungsarbeiten von Ernst Bamberg und seinen Kollegen werden heute in vielen Forschungsgruppen weltweit ausgeweitet, etwa an Herzzellen, Würmern, Insekten und Mäusen. Als Naturwissenschaftler neige ich eigentlich nicht unbedingt immer so zu träumen, aber sagen wir mal, was die Optogenetik bringen kann, ist, dass sie erstmal in der Grundlagenforschung ganz neue Erkenntnisse über Netzwerke im Gehirn erzeugen kann. Schließlich sind die lichtgeschalteten Proteine ein herausragendes Beispiel dafür, wie Grundlagenforschung vollkommen neue Felder eröffnen kann. Wer hätte gedacht, dass die Membranproteine kleiner Einzeller mal eine solche Rolle spielen könnten? Thank you.